Hello everyone, I'm Max from Canada. I'm Suji from Thailand. And the other day, we reacted to L'Oreal. All the guys wanted to do was to sit in silence. And his nagging wife, who reminded me of Suji, would not leave him alone. There was a question. And I will leave you alone, what the heck? I'm just kidding. So I found another video. Christmas with the Oppenstedt family, also by L'Oreal, but this time it's like a live sketch. It's not gonna be an animation, it's gonna become like live. So I'm really curious, even though like it's not Christmas anymore. Yeah. I'm curious to see what it's gonna be about. Yes, let's get started. Haben Sie Spielzeug für mein Enkelkind zu Weihnachten? Und was darf es da sein? Es muss ein bisschen was. Wie alt ist denn das Kind? Ungefähr so. Oder Mädchen? Tja. Na, Sie werden doch wohl wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wieso? Wie heißt denn das Kleine? Hoppenstedt. Wir heißen alle Hoppenstedt. Und mit Vornamen? Dicky. Dicky Hoppenstedt. Es ist ein Mädchen. Nee. Also ein Junge. Nee. Ja, was denn nun? So genau kann ich das nicht sagen. Wie ist es denn angezogen? Hosen. Blaue Hosen. Na, vielleicht haben Sie es ja auch mal ohne Höschen gesehen. Nein, wozu denn? Sag mal, was für ein Laden ist denn das hier eigentlich? Ich bitte Sie. Ich hatte den Herrn nur gefragt, ob sein Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wenn Ihr Enkelkind ein Zipfelchen hat, wüsste man... Zipfelchen? Mein Gott, dann ist es eben kein Zipfelchen. Mein Enkelkind hat alles, was es braucht. Gesunde Eltern, ein anständiges Zuhause und Zucht und Ordnung. Oh! Why so sexual? I want that! Hier haben wir ein neuartiges Spiel für Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10 Jahren. Das wird sehr gern genommen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß dran und die Eltern. Es ist wirklich etwas... Wait, is he just senile or it's like a woke grandpa when he's like, oh, doesn't matter girls or boys, they can play with whatever they want. So he doesn't want to tell the gender or he's just senile? Oh, this is quite weird for me. Yeah? Because why he doesn't know the gender of the child? Oh, the child doesn't want to be girl or boy, but the middle. Oh, what the hell? What am I thinking about? I don't know. Hier ist die Spielanleitung und das sind die einzelnen Teile, die zusammengesetzt werden. Die Brennkammer, Uranstab, Kühlsystem, Neutronenbeschleuniger und die Sicherheitskuppel. For a child? Das sind Bäume, Häuser und Kühe für die Landschaft drumherum. Alles wunderhübsch gearbeitet. Kann das auch richtig explodieren? Ja, wenn man einen Fehler macht, gibt es auch eine kleine Explosion. Natürlich nicht richtig, es ist ja für Kinder. Aber es macht Puff und die Kühe fahren um und die kleinen Häuser und Bäume. Da ist dann immer ein großes Hallo und viel Spaß. Möchten Sie es mitnehmen? Jawohl. 64,50 Mark. Sie bekommen es original verpackt. Nehmen Sie auch Spielgeld? Nein. Stimmt so. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und viel Freude an dem schönen Spiel. Oh. Sie wünschen, wenn ich Sie einen Augenblick privat sprechen darf. Ich komme mit einer großen Überraschung für die Feiertage. Blümel ist mein Name, wenn ich Sie einen Augenblick privat sprechen darf. Ist was passiert? Frau Hoppenstedt, ich habe eine große Überraschung für die Feiertage. Das passt mir heute überhaupt nicht. Die Firma Palhuber und Söhne schenkt Ihnen 6 Flaschen Qualitätswein aus Deutschland und Frankreich. Nach Ihrer Wahl. Die Firma Palhuber und Söhne möchte Ihnen aus Anlass der bevorstehenden eine Freude bereiten. Wenn Sie jetzt kosten wollen. Nein, nein. Nehmen Sie erst diesen. Den zuerst. Ja. Roberta Sketch Dinner for One von with Sonnen the Butler. Ja, ja. Eine 77er Oberföhringer Vogelspinne abgezapft und original verkorkt. Is that what German do? Is this typical German behavior? Or it's exaggerated a lot? Falsch. Die Oberföhringer Vogelspinne ist blumig und überrascht durch ihre fruchtige Frische. Tja, und jetzt mal diese beiden. Der 75er Klöbener Krötenfuhl und ein 74er Jungferjärtchen. Drink quick. Und original verkauft. Messi. Wohl sein. Care about details. Und noch einmal den zum Vergleich.
Sie müssen ihn unter die Zunge kriegen. Alles wieder in. Falsch. Wieder zweite. Das ist es. Das ist Qualität. Einer wie der andere. Und schmeckt er auch nach Korken? Mein Mann fragt immer, ob er nach Korken schmeckt. Hab ich gerade probiert. Können Sie sich drauf verlassen. Also, ich darf mal notieren. Je 12 Flaschen Oberföhringer Vogelspinne, Bacharacher trockenes Blumenthal, Klöbener Krötenpfuhl und Hupfheimer. How do you pronounce all that? Abgezapft und originalverkorkt von Palgober und Söhne. Und die kriege ich geschenkt? Bei Abnahme von je einem Karton Qualitätswein erhalten Sie je I know he was gonna say that. Wenn Sie unterschreiben wollen. Entschuldigen Sie. She drank. He's like asking, he acting as a, he's selling the wine, you know, to her. Sie sind die erste Hausfrau, die sich von den sensationellen Eigenschaften unseres Saugblasers Heinzelmann persönlich überzeugen kann. Da kommen Sie leider sehr ungelegen. Ist das der Wohnraum? Oh, Sie haben Besuch. Das ist Herr Blümel. Angenehm. Jürgs ist mein Name. Sie haben ein sehr gepflegtes Heim, nee, Frau. Das macht viel Arbeit. What is this guy doing? Cleaning? Besuch? Sehen Sie, die kommt zu kurz. Die Auslegeware wird gesaugt. Und wann wird das Haar geföhnt? Keine Zeit. Alle Hände voll zu tun. Das ist vorbei. Für unseren Saugblaser Heinzelmann brauchen Sie nur eine Hand bei doppelter Leistung. Der Saugblaser Heinzelmann pflegt den Raum und Guy broke his hand trying to choke. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Die durch den Saugstutzen angesaugte Luft wird im Why everything sounds sexual when I read the subtitle? Maybe it is. Maybe I'm missing some of the humor. Darf ich? Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Spüren Sie, wie wohl es Ihrem Haar tut? Und wie nimmt man die Haube ab? Einfach nach oben. Erlauben Sie? This remind me of the I just want to sit here ja. One. Gut, dass das jetzt the character is so annoying. Gut, dass es jetzt passiert. Ich sehe mal nach, woran es liegt, gell? Zwischenzeitlich erlaubt sich die Firma Palgober und Söhne, Ihnen einen vollmundigen Burgunder anzubieten. Damit die Blume sich entfaltet. Hopsa. Das ist Burgunder und das ist Bordeaux. Bordeaux? Herr Jürgens, Sie sollten sich auch einmal von der Leistungsfähigkeit unserer Firma überzeugen. Ich trinke sonst nur abends eine Kleinigkeit. Bedienen Sie sich. Okay. Diese Weine haben die Sonne angefangen. Wohlsein. Now everyone gonna drink and get drunk. Und original verkorkst von Palgober und Söhne. Den Blasstutzen und den Schlauchstecker in die Schlauchnut. Die Wait, he's selling this and he doesn't even know that word. Is that a German thing to look smarter than what you are? In the character? No, but in the character, like people in real life, they try to be feel like they are very educated. Remember, we reacted to a meme? Zu Hause oder am liebsten? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick, diese dürfen in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. The guy was very serious and he was offended by what she was saying. Ei und Wurst. Mit Ei und Wurst. Den Schlauchstecker durch die Filterhaube ziehen. Da bin ich wieder. Like very serious. Entschuldigen Sie bitte. Who's again? Ich komme von der allgemeinen hannoverschen Lebens- und Kranken. The Elton Trans Company. Blümel. Angenehm. Ach was. Bitte nehmen Sie doch Platz. Kommen Do you also show unannounced, like you just nee, come Frau, to the house? Sie haben Tarif B12 mit Tagegeld und A3 Zahnersatz. Da wird Sie eine kleine Kostprobe deutscher Qualitätsweine interessieren. Übrigens ist dieses toll. Gerät auch in Silbergrau und Russisch-Grün lieferbar. Ich muss nur noch den Schlauchstecker in die Schlauchnut schieben. Muss ich denn jedes Mal, wenn ich sauge oder saugblase, den Schlauchstecker in die Schlauchnut schieben? Wie Sie wünschen, Gnädefrau. Wohlsein. Wohlsein. Why are you making everything sound so complicated? Ich doch mal ein bisschen Fernsehen. Advent. What?
Sei kein frischer Junge. Ich liebe den Saugglaser Einzelmann. Weil ich den Saugglaser liebe und den Einzelmann. Der Schummel ist kein Frosch. Frau Hupsch ist die Frau, sind kein Frosch. What? Und nein. Ich bin kein Frosch. Frau Hoppenstedt will was sagen. Meine Herren, nicht nur der Mann hat das Recht auf eine sinnvolle Tätigkeit. Auch ich als Frau habe Anspruch darauf, ein Glied zu sein in der Gesellschaft. Ein selbstständiges Glied, das auf eigenen Füßen steht. Ein eigenes Glied. Wohlsein. Wohlsein. She's a good actress. Who's coming? Das ist mein Mann. Ah, okay. Herr Jürgens, Herr Schuber. Die Hannoversche Allgemeine, die Allgemeine Hannoversche Lebens- und Krankenversicherung GmbH. Die ehrt sich Ihnen die allgemeinen hannoverschen Lebens- und Krankenversicherungstarife nach der Art. Sie haben so wundervolles Haar. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Früher war mehr Lametta. Dieses Jahr bleibt der Baum grün. I think you told us when we reacted to Rammstein that the way that the German word work is that sometimes the way you pronounce the word can have multiple meaning. Oh. And I think now they're making a lot of a sexual reference with the way that they play with the word, right? I think that's what it is. Und wann kriege ich mein Geschenk? Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt. Dann sagt Dicky ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich. Nein, Walter. So serious. Erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicky ein Gedicht auf. Oh no, they're gonna argue about that. Und dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir fernsehen und dann wird's gemütlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Oder wir sehen uns erst die Weihnachtssendung im dritten Programm an, packen dabei die Geschenke aus und machen es uns dann gemütlich. Du wirst du wohl in deinem Zimmer bleiben, sonst wird der Weihnachtsmann ganz böse. Früher war mehr Lametta. Dies Jahr ist der Baum grün und umweltfreundlich. Fröhliche Weihnachten. So, Kinder, es geht los. Und dann nimmt mir jetzt ein bisschen und Vater knipst den Baum an. What? Ja, doch. What? I even forgot, it's about the old man, and now he's back. Well, he's the grandparent. Yes. Dicky, wo steckst du denn? Oh, der ist really nicht. Fröhliche Weihnacht. Hopp, hopp. Oh. Oh. So. Wow. Okay. Dicky möchte uns ein Gedicht aufsagen. Must be a German thing to have so many gifts. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Nein, das nicht. Chicken shit. It's funny because they are very messy, yet they speak in a very serious way, like detail-oriented way. But it's like a duality because they are so messy at the same time. Na, Dicky. Dicky. Schau mal, wer der ist. Opa. Ich will jetzt mein Geschenk haben. Hier ist dein Geschenk, Opa. Und jetzt sei ein bisschen gemütlich. Schau mal weiter. Ein Heinzelmann-Saugblaser. Original verpackt. Eine Krawatte. Ha? Damit du deine Lieblingsplatte immer schön in deinem Zimmer spielen kannst. Kinder, seht euch den Baum an. Eine Krawatte. Wie Opa. Oh. Ich will meine Platte spielen. Du suchst dir jetzt sofort eine andere Steckdose. Sei doch nicht so ungemütlich. They buy him a gift to get rid of him, so he can go to his room and do his listen deine to it. Krawatte. Ach, Kinder, ist das gemütlich bei uns. Ja. Opa, guck dir doch
Vati jetzt wohl mit Dicky das schöne neue Spiel? Schau mal, Dicky, wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da sind Bäume und Häuser und Kühe. Wir möchten gerne ein schönes Atomkraftwerk haben. Und da bauen wir es hin. Ach, wenn doch jeden Tag Weihnachten wäre. Das ist der kleine Neutronenbeschleuniger. Das ist die Brennkammer. Dicky, nicht die Kuh umwerfen. Even the toy device need to be a serious toy. Like, it need to be an intellectualization of the activity. Sicherheitskuppel obendrauf. It's amazing, though. Darf Mutti auch mal zugucken? I mean, that's why Germans are known to be such good, like, inventor and when it comes to technology, because they have some kind of a serious, really mathematical, like, mindset. I don't know how to explain that. Was jetzt Puff machen? Wieso Puff? Mein Gott, das macht eben Puff. Dann fallen alle Häuser. I mean, I know it's a stereotype and satire, but there's for me some element of truth in it if you made it out of a show. Oh! Es hat Puff gemacht. Entzückend. Familie Hoppenstedt wünscht frohe Feiertage. Muss das sein? Hä? Jawohl, es muss sein. Das ist nämlich ein Kinderspiel und Weihnachten. Ich make a hole on the ground. Komm, wir decken was drüber. Vater, wir sind stolz auf dich. Ich habe keine Lust, mich heilig abend mit diesen Spießen herum zu ärgern. So, Kinder, jetzt machen wir es uns gemütlich. Erst wird aufgeräumt. Und du gehst jetzt ins Bett, Dicky, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. I feel like we're in a David Lynch movie and it's gonna turn into like a horror movie if they want to. Yeah, this is horror movie now. Hallo? Benötigen Sie einen Weihnachtsmann? Oh. Oh, do you need a centaur? Thank you for the amazing suggestion. Please suggest us more Loriot video to react to. Maybe something that Suji can relate to. The one when we were sitting on the floor, Suji could relate to a lot. So maybe there's more that we should react to. Yes. And see you very soon. Bye-bye. Bye-bye.